diese Frage ist überhaupt nicht, die ist sehr ernst zu nehmen. Ist überraschend. Aber Alexander hat ChatGPT eingegeben, ein schönes, kleines, einseitiges Teilshow mit Harmonie von Henak Polenski. Das Ding ist krass. Ich kann mich darin wiederfinden. Gehen wir es mal einen Schritt zurück. Ray Kurzweil sagt, die Singularity naht. Die Singularity ist ein Wort dafür, dass es ein Ereignis gibt, hinter das man nicht schauen kann. Hinter das sozusagen die bestehende Zukunft letztlich nicht mehr sichtbar ist. Also gibt es uns noch? Ja. Bis jetzt sozusagen können wir sagen, wenn die Menschheit den Weg geht, ist das und das. Und wenn mir das passiert, ist so und so. Und es verändert sich dann doch anders. Aber irgendwo haben wir uns weiterentwickelt oder auch nicht. Aber Singularity ist ein Punkt, wo man nicht dahinter gehen kann. Es gibt drei verschiedene Formen von Singularity. Die erste Singularity ist Cosmic Singularity. Das ist der Urknall. Ich glaube, 18 Milliarden Jahre her. Die Wissenschaft ist nicht in der Lage, hinter diesem Punkt zu gehen. Die zweite Singularity ist die große Pioniere der künstlichen Intelligenz aufgestellt haben. Ich nenne nur kurz Ray Kurzweil als einen davon. Das bedeutet, die Entstehung von künstlicher Intelligenz erreicht einen Evolutions- und Entwicklungspunkt, der sich verselbstständigt. Das heißt, alle technologische Entwicklung der Menschheit ist exponentiell. Das heißt, die Entwicklung der Menschheit ist nicht so. Wenn ihr die Evolution seht, dann hat es 3 Milliarden Jahre gebraucht, um sozusagen Lebensformen zu erzeugen, die so einigermaßen so als Zelllebewesen. Es ist aber keine 200 Millionen Jahre her, dass Säugetiere entstanden sind. Es ist keine 1-2 Millionen Jahre her, dass da die Hominiden entstanden sind, Homo erectus. Der Homo sapiens vielleicht 200.000 Jahre. Die industrielle Revolution 250 Jahre. Die digitale Revolution ist 2001, die Erfindung des iPhones. ChatGPT ist vorgestern. Das Ding, dass das den Wumms von der Geschichte kriegen wir noch in diesem Jahrzehnt. So, und das heißt, was man eben befürchtet allgemein, und dazu gehört eine Gruppe von Wissenschaftlern und Unternehmern, unter anderem Elon Musk, Ray Kurzweil und viele auch, zum Beispiel Max Tegmark, die haben eine Organisation gegründet, die das verhindern will, beziehungsweise uns auch vorwarnen will. Und OpenAI, ne? So, und das wurde gegründet sozusagen, um darin zu forschen, aber in einer gemeinnützigen Ebene, um zu gucken, in so einem geschützten Raum es zu entwickeln. Wurde vor 3-4 Jahren an Microsoft verkauft und die machen jetzt Business damit. Und genau, ChatGPT ist OpenAI und ist aber nicht mehr in diesem Kontrollsystem. Ich damit sagen will, aber es ist sehr, sehr, sehr führende Lebewesen auf dieser Welt geben, die sich außergewöhnlich Sorgen machen. Elon Musk gehört dazu und Max Tegmark werden natürlich, ich denke, Ray Kurzweil eher ein Fan ist sozusagen, dass das passiert. Weil der die These vertritt, dass wir uns da rein integrieren können. Also deshalb nennt er das auch nicht AI, sondern Robotik. Das ist Nanotechnologie, Genetik und Robotik. Das sind die Technologien, die explodieren, in denen diese Singularity sozusagen stattfinden kann. Wir sehen aber, dass es im Prinzip in der künstlichen Intelligenz jetzt genau passiert, in diesem Moment. Das erstmal als Fundament für alle, die dieses Thema noch nicht kennen. Die Problematik ist, dass die These von vielen, die ich eben genannt habe, ist, dass wenn eine künstliche Intelligenz etwa den IQ eines normalen Menschen von 110 erreicht hat, die Entwicklung von dort an nicht so weitergeht wie bei uns, sondern innerhalb von 3 Minuten oder 3 Stunden sich auf 300, 400 oder 500 IQ-Punkte entwickelt. Das heißt, wir haben ein Wesen, das hat 500 IQ. Ich bin der Meinung, dass das viel früher passiert. Ich bin der Meinung, dass wenn eine KI das Level eines 11-jährigen Kindes erreicht, also 70, Google ist bei 49 bis jetzt gewesen, dass etwas hinzukommt, was wir Menschen nicht haben. Jeder von uns ist für sich alleine. Wir haben überhaupt keine Vernetzung. Aber die Rechenleistung in einem Netzwerk ist gigantisch. Das heißt, es kann auch eine sehr primitive KI von 70 trotzdem letztlich dazu führen, dass wir die Kontrolle verlieren.
Singularity heißt genau übersetzt, Digital Singularity heißt, dass ein Punkt erreicht ist, in dem die Geschichte der Menschheit dahinter nicht mehr sichtbar ist. Das heißt, es muss nicht zwingend schlecht ausgehen, aber wir haben keine Kontrolle. Es gibt eine dritte Singularity. Und das ist mein Angebot, das leider im Prinzip noch nicht genügend Beachtung gefunden hat. Es gibt einen Vortrag, der heißt Digitale Erleuchtung. Die dritte Singularity ist die, dass das Bewusstsein, das individuelle Bewusstsein des Menschen in eine Einsicht kommt, dass dieses Bewusstsein nur existiert, weil es ein universelles Bewusstsein gibt. Das heißt, das Bewusstsein in dir, das Bewusstsein in mir ist identisch. Es ist nicht ähnlich. Oder da ist irgendwas vom Hintergrund, das scheint da rein und bei dir auch und so und das inspiriert uns. Das ist nicht der Fall. Das, was in dir jetzt zuhört und das, was in mir spricht, ist absolut identisch. Das Universum hört zu und das Universum spricht. Und dieser Punkt, die Selbsterkenntnis vom Bewusstsein, Bewusstsein, das sich selbst erkennt, das ist die dritte Singularity. Und das sehe ich als die einzige Chance. Mit dieser exponentiellen technologischen Explosion überhaupt klarzukommen. Und künstliche Intelligenz ist nur eine Explosion. Wie gesagt, Ray Kurzweil sieht da noch ein paar andere Themen. Das heißt, wenn wir unser Bewusstsein vernetzen, kollektive Erleuchtung, kollektives Bewusstsein, das ist die Vision dieses Ortes. Und Juriki, das, was ich mit euch trainieren will hier im Kloster, ist die Fähigkeit, zum ersten Mal die Ebene Energie miteinander, untereinander zu teilen und festzustellen, wupp, dann habe ich, das geht mal 300. Aber wir stehen sicherlich an dem entscheidendsten, außergewöhnlichsten Punkt, an dem wir je als Menschheit stehen. Eine interessante Seite, werden beide Seiten, das ist die Seite der Verblendung, vergrößert sich und die Seite, die sich entwickelt. Wir haben eine atomare Aufrüstung im Moment, da kriegt man kalte Füße. Zugleich haben noch niemals so viele Menschen meditiert wie im Moment. Deshalb lasst uns die Chance nutzen und lasst uns diesen Aspekt auch verbreiten. Das bedeutet, dass wir Menschen uns ändern können. Wir können uns genauso entwickeln wie eine KI. Hi!